Die Verena Bentele. Die Frau ist so cool, hat meine Frau vor kurzem gesagt. Und jetzt gleich mal eine Frage an Sie. Wer war schon auf dem Kilimandscharo von Ihnen? Okay, ich auch nicht. Wer fährt jetzt dann mit dem Fahrrad 450 Kilometer oder sowas quer durch Norwegen? Auch nicht, ne? Gut. Die Verena Bentele, die macht das. Und die geht auch noch auf den Nachbarberg neben dem Kilimandscharo, weil er schwieriger ist. Sie ist Leistungssportlerin gewesen, heute ist sie Beraterin, aber sie ist trotzdem noch ein Mensch, der sagt, wow, ich freue mich schon so drauf, dass ich mich mal wieder so richtig auspowern kann. Deswegen begrüßen Sie jetzt bitte sehr herzlich die Frau Bentele. Herr Reichert, dass Sie mich nach Jamie Oliver dran lassen, der hier gerade von schlechter Ernährung und schlechtem Essen und übergewichtigen Menschen berichtet hat, das deprimiert einen ja komplett. Aber ich gebe mein Bestes, dass das nachher alles wieder weg ist, diese Eindrücke. Ich komme nämlich vom Demeter-Bauernhof und kannte, bis ich 12 war, überhaupt kein McDonald's. Das schon mal zum Einstieg, genau. Ja, herzlichen Dank für die Einladung heute. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen und ich weiß nicht, ob Herr Reichert deswegen auch drauf kam, mich zu fragen, ob ich beim TED am See mitmachen will und über ein bestimmtes Thema sprechen möchte. Ich habe mir halt rausgesucht, das Thema Vertrauen. Klar, Motivation ist auch nicht schlecht und ich schließe mich der Frau Reichmann an, die gesagt hat, vielleicht macht der ein oder andere nachher mehr Sport, wäre ich auch voll dafür zu haben. Also heute Abend bei dem Regen noch joggen zu gehen, wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, aber ich muss morgen in der Tat trainieren, weil ich in 3 Wochen am 22. Juni an Midsommar von Trondheim nach Oslo fahren will mit dem Fahrrad. Das sind 540 Kilometer, sprich mir bleibt morgen beim Regen das Training nicht erspart. Also wer mitfahren will, Rennrad fahren, geht morgen früh los im Argental. Ich lade Sie alle herzlich ein. Ich habe gerade schon gesagt kurz, ich spreche heute über das Thema Vertrauen. Und ich habe angefangen extra mit dem Thema Urvertrauen. Keine Sorge, das schöne, bisschen abgedroschene, blinde Vertrauen kommt nachher noch dran. Ich habe vorher mir kurz Gedanken darüber gemacht, als ich hergefahren bin, wie beschreibe ich am besten, wo ich herkomme. Also ich komme aus dem Dorf mit 6 Häusern, vielen Äpfelbäumen, einigen Hopfenstöcken und bei meinen Eltern auf dem Hof gibt es Apfelsaft und Hopfen. Und was macht man aus Hopfen? Bier. Vertrauen im Sport, natürlich nicht in Doping, sondern bei mir Apfelsaft und Bier. Warum erzähle ich die Geschichte, wo ich herkomme? Für mich ist eine der ganz wichtigen Geschichten, dass ich wirklich so richtig vom Land, vom Dorf komme und dort aufgewachsen bin mit 2 großen Brüdern, mit dem ältesten Bruder, der sehend ist und mit dem 2. Bruder, der genauso blind ist wie ich. Heißt, der sieht hell und dunkel, der kann, wie ich eben auch, erkennen, wo ist ein Fenster im Raum, ob es Licht an ist oder aus, was heute sehr praktisch ist für die Stromrechnung. Wir beide können eben sehen, wenn vor uns irgendwas ist, ein Pfosten, aber ich sage immer, ich kann nicht unterscheiden, ist es ein Mann oder ein Pfosten. Das zum Thema der alten Männer, ne? Immer ein bisschen hier anknüpfen. Und was für mich aber immer ganz entscheidend war, ist natürlich schon die Tatsache, wie verfasst man Vertrauen und kriegt eben dieses große Vertrauen, das Urvertrauen, das wir alle brauchen, in einer etwas spezielleren Situation, sage ich mal. Und die war für meine Eltern definitiv, dass sie, genau wie viele von ihnen, vor meinem Bruder und mir noch gar keine Blinden kannten. Wir waren so die Ersten, die dann relativ plötzlich in ihr Leben geschneit sind und dann mussten sie aus der Situation irgendwie was machen. Und jetzt finde ich, ist es ein Riesenglück, dass meine Eltern als Landwirte nicht den ganzen Tag Zeit hatten, neben uns zu stehen und uns an der Hand zu führen oder zu sagen, da ist eine Wand, da tastest du dich mal entlang und kannst ein bisschen fühlen, wo du hinläufst. A, wäre das unangenehm gewesen, wir haben zu Hause so Raufaser. Und B, haben unsere Eltern von Anfang an uns dazu ermutigt, immer dahin zu gehen, wo auch unser sehender Bruder ist, also im Haus alleine rumzurennen, die Treppen hoch und runter zu rennen, es auch mal riskieren. Da hat der blinde Bruder mich dann mit dem Spielzeugtraktor über den Hof geschoben und unter einen Anhänger rein. Die Narbe habe ich bis heute noch. So ist es mit den großen Brüdern, die sind nicht nur gut für die Ellbogen, sondern auch für die Schönheitsfehler. Und unsere Brüder, meine Brüder und ich, wir haben
auf dem Hof eben wirklich so alles draußen gemacht, was man eben machen konnte, vor allem zum Beispiel Fahrradfahren. Und das hat der sehende Bruder mit Begeisterung angefangen mit 3 Jahren und dann wollten wir natürlich auch, Michael und ich, und haben dann angefangen mit Stützrädern zu fahren, wie früher viele kleine Kinder, heute mit Laufrad geht das alles ein bisschen zackiger, bis die Kiddies das können, aber wir haben das noch angefangen mit Stützrädern, irgendwann ohne. Und dann ist die große Frage, wie orientiert man sich da und wie kriegt man das Vertrauen, einerseits das Vertrauen der Eltern, dass die Kinder auch irgendwann wieder vom Fahrrad absteigen und nicht runterfallen, und andererseits das Vertrauen von uns, dass wir nicht permanent wo dagegen fahren. Und unsere Lösung war, dass wir natürlich A, von unseren Eltern uns sagen haben lassen, wo sind die Risikostellen, also wo steht ein Auto, wo ist ein Anhänger, wo sind vielleicht auch mal jetzt irgendwelche ungewohnten Sachen. Klar, Häuser, die stellt man jetzt nicht weg, da wussten wir, wo sie sind. Und wir mussten uns dazwischen orientieren, uns das einerseits merken, aber das andererseits eben auch hören. Und das können Sie jetzt hier drin leider nicht alle testen, weil sonst wird es hier so laut, dass Sie gar nichts mehr davon haben. Aber heute Abend, wenn Sie mal das Licht ausmachen und sich in Ihrem Schlafzimmer oder in wessen Schlafzimmer auch immer dann orientieren wollen, können Sie mal versuchen, einfach durch ein Klickgeräusch mit der Zunge, so, sich zu orientieren. Und Sie werden feststellen, das ist bei uns Menschen genau wie bei Fledermäusen auch, Sie werden einen Widerstand hören. Also wie die Fledermaus, die so mit Radar fliegt, werden auch Sie hören, jetzt kommt eine Wand, also ein Widerstand, weil der Schall eben anders zurückgeschmissen wird. Und das ist für mich im Vertrauen, also Vertrauen auch in die Bewegung, immer ganz wichtig gewesen, doch auch eine möglichst hohe Absicherung zu haben und die Sicherheit, ich habe eine Chance, mir da selber ein Stück zu helfen und mich eben zu orientieren ohne große Schwierigkeiten und klar, auch ohne viele Unfälle, den einen oder anderen gab es natürlich schon. Wovon ich leider heute keine Bilder mehr habe, was ich sehr bedauere selber, ist von einem unserer Lieblingssportarten auch als Kinder, nämlich vom Klettern auf unsere höheren Gebäude auf dem Hof. Ich habe hier geschrieben, das Selbstvertrauen wächst auch durch ein Stück weit Vielfalt. Und das meine ich schon sehr wörtlich, weil ich als Mensch, der sich viel auch später im Pädagogikstudium und in der Coaching-Ausbildung mit Vertrauen auf der wissenschaftlichen Seite beschäftigt habe, bin über eine Sache nie, bin ich nie so gestolpert, wie ich es eben selber erlebt habe, habe das nie so eben vielleicht auch drastisch gelesen, hat aber bestimmt auch damit zu tun, dass es natürlich nicht jeder so genau experimentell erleben kann. Vielfalt ist im Rausfinden unserer Stärken mit das Allerwichtigste, um irgendwann zu wissen, wo bin ich gut, was habe ich Talent, und wo kann ich eben meine Stärken wirklich auch voll ausspielen? Und unser Bruder eben wieder, der hat Michael und mich immer mitgenommen auf Dächer vom Haus. Also hat dann gesagt, okay, wir haben hier einen Dachfirst, da können wir irgendwo aus dem Fenster rausklettern, von der Hopfentrocknungsanlage zum Beispiel. Und der Johannes ging dann vorne weg, Michael hinterher. Und ich habe wahrscheinlich schon immer noch so ein bisschen so das Mädchen gespielt, so, weiß ich nicht. Aber letzten Endes, wer bleibt gerne unten? Also ich nicht. Und ich glaube, die anderen, wir sind ja die Generation der jungen Frauen hier, auch nicht. Und von daher bin ich halt dann doch immer mit. Und dann war halt die Konsequenz, dass wir irgendwann alle drei auf dem Dachfirst oben saßen und der Papa mit dem Anhänger und mit dem Traktor reinkam und gar nicht mehr wusste, was er jetzt eigentlich sagen soll. Weil Vertrauen geht natürlich dann weg, wenn andere zweifeln. Hätte der Vater also gesagt, um Gottes Willen, Hilfe, 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 dann wäre die Gefahr relativ groß gewesen, dass einer von uns auch Angst gekriegt hätte und im Zweifelsfall runtergeflogen, gesprungen, gekullert, weiß ich nicht, irgendwie runtergekommen wäre. Ist aber nie passiert. Er musste sich dann immer so zusammenreißen, dass er uns eben auch wieder langsam zurückgelotst hat oder Johannes vorausgeschickt hat, der uns dann zurückgeführt hat. Und das fand ich für mich ganz großartig, dass wir diese Möglichkeiten hatten. Aber klar, keine Sorge, das ist keine Voraussetzung, keine notwendige, um später Leistungssport zu machen. Für mich waren die unterschiedlichen Sportarten, die in meinem Leben immer wichtig waren, alle interessant, und vor allem waren sie alle dafür super gut, weil ich eben auch sehen konnte, wo habe ich so meine Grenzen, was sind vielleicht so meine Begabungen. Also zu einer guten Werferin hätte ich nie werden können, dafür hatte ich nie die Oberkörpermuskulatur und ich gehe bis heute nicht gerne in Krafträume, ich gehe bis heute lieber in raus in Regen, jetzt auch nicht bei 5 Grad wie im Moment und bei strömendem Regen, aber trotzdem lieber als drin sein. Aber ich habe immer für mich so das Vertrauen in meine Stärken damit entdeckt, dass ich unterschiedliche Sportarten probiert habe. Als erste zum Beispiel Judo
Und das war für mich ganz schön, weil da auch der Trainer, der uns im Judo-Verein hatte, gesagt hat, okay, wir haben zwar lauter sehende Kinder, aber schick uns auch ein paar blinde Kinder. Eigentlich geht das ja gut, weil da packt man sich sowieso gegenseitig am Kittel und dann merkt man ja, was der andere macht. Und da war immer so mein großes Vertrauen natürlich, klar, wenn ich den Wettkampf lange stattfinden lasse, wird es schwierig, weil dann kann der andere vielleicht doch mal was machen, was ich nicht mitkriege. Also gibt es nur eine Methode und das ist das Vertrauen in meine Schnelligkeit, den anderen packen, einen Fuß in die Leiste stellen, mich selber rückwärts fallen lassen, den über den Kopf werfen und dann liegt er hinten und der Wettkampf ist vorbei, weil es die volle Punktzahl gibt. Ich werde es hier nicht ausprobieren, ich hatte es mir überlegt, aber nee, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen riskant. Und da hätte ich auch hier keinen Freiwilligen, oder? Nee. Mist, ich dachte schon. Okay, das nächste für mich Wichtige war als Sport in der Schule eben dann der Sport Skilanglauf und eben Biathlon. Meine Eltern waren zu Hause oder sind bis heute Alpinskifahrer und das haben sie uns auch beigebracht als Kinder. Aber für mich war immer in der Schule halt klar wichtig, wie kann ich mich möglichst viel auch nach der Schule bewegen, um meine überschüssige Energie loszuwerden. Und da hatte ich dann als eine Möglichkeit in der Schule Langlauf zu machen. Und obwohl ich eigentlich immer dachte, das ist alles so ein bisschen langweilig, weil Langlauf ist sowas für die Omas eher, finde ich heute nicht mehr, habe ich dann irgendwann gesagt, gut, ich mache mit beim Langlauflehrgang und habe dann eben erstmal gemerkt, Mensch, wieder, das ist die große Vielfalt hier in dem Sport, weil man Kondition braucht, man braucht Kraft, eine gute Koordination und es ist ein extremer Teamsport. Klingeling, Sie haben wahrscheinlich vieles auch aus Ihrer Arbeit erkannt. Genau das ist es auch im Langlaufen. Man wird nur dann schnell, wenn man eben das volle Vertrauen in die eigene Technik hat, wenn man das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit hat, also die Kraft, dass man die eben auch dann bei jeden Bedingungen, beim schlechten Wetter, beim weichen Schnee, beim vereisten Schnee, auch auf den Ski bringen kann. Und wenn man in meinem Fall eben auch Vertrauen in das Team hat, weil als Sportlerin, die nicht sieht, bin ich natürlich angewiesen auf einen Begleitläufer. Und mir ist noch nie so was Krasses passiert wie heute. Ich muss das Wort benutzen. Meine Vorrednerin, da gab es ja nur eine, hat heute schon einmal meine Übung gemacht. Macht aber nichts, wir machen sie trotzdem nochmal. Beziehungsweise ich erspare es Ihnen jetzt vielleicht einfach mal, mache mit einer von Ihnen nachher noch eine andere Übung. Was ich nämlich immer mache beim Thema blindes Vertrauen, das ist die Übung, dass ich die Zuhörer sich eben vorstellen lasse, wie das so ist, wenn man nicht sieht, eben Langlauf zu machen und mit 50 Stundenkilometern einen Berg runterzufahren. Beim Langlaufen ist es ja so, man hat zwei Stöcke in der Hand, von daher, klar, habe ich keine Hand mehr frei, sonst könnte ich ja meinen Blindenstock mitnehmen und selber die Loipe ertasten. Geht nicht. Also muss ich mir anders helfen. Ich habe dann meinen Begleitläufer dabei, der vor mir läuft und der erklärt mir mit der Stimme die Strecke. Also der muss eben immer genaue Ansagen machen und auch das ist wichtig für Vertrauen, die Präzision in der Kommunikation, also in den Ansagen. Und der Begleitläufer sagt mir eben immer, hopp, wenn es geradeaus geht, der sagt mir Links- und Rechtskurven an, der sagt dann links auf 11, dann weiß ich, es geht leicht nach links, also so am oberen Teil der altmodischen Uhr mit Zeiger. Wenn er sagt links auf 10, bisschen schärfer nach links und wenn er sagt rechts auf 10, okay, alle verstanden, dann ist es natürlich ein Problem, weil dann muss ich nochmal nachfragen oder er muss sich nochmal korrigieren, dann weiß ich auf jeden Fall, jetzt stimmt was nicht. Und für mich ist ja das ganz große Entscheidende, wenn der Begleitläufer vor mir läuft, dann muss ich mich dem wirklich komplett ausliefern, um es mal negativ zu sagen, um es positiv zu sagen. Er ist für mich das Hilfsmittel, das es mir ermöglicht, eben wirklich dann schnell zu sein und im Optimalfall auch schneller als andere, die im selben Wettkampf starten. Und das kann ich nur, wenn ich es eben schaffe, mit beiden Armen mich abzudrücken, mich durchzuschieben, auf einem Bein zu stehen und ich muss jetzt wirklich die Augen zumachen, haha, oder kann sie auch offen lassen, bringt ja nichts, und muss dann eben so fahren und muss dann auf das andere Bein und genauso widerstehen und dafür so ein bisschen ausgleichen, aber muss eigentlich möglichst ruhig stehen, auch mit hohen Schuhen. Ja, und das ist für mich das ganz Entscheidende, wenn ich beim Langlaufen bin eben, wie schaffe ich es, dem Typ zu sagen, also ich sage Typ, weil ich eigentlich nur Männer als Begleitläufer hatte, wie schaffe ich es dem eben zu sagen, hey, du musst mir die richtigen Ansagen machen, weil der, klar, der sieht ja selber, der weiß also nicht, was er mir sagen muss. Also bin ich diejenige, die ihm den Weg zur Kommunikation eben öffnen muss.
Das ist wie in jedem Arbeitsprozess. Wenn jemand meine Bedürfnisse nicht kennt, kann er mir natürlich nicht helfen, sondern da bin ich eben gefragt und muss sagen, gut, ich brauche von dir die Kurve vielleicht schon ein bisschen früher angesagt oder ich brauche von dir jetzt wie beim Fahrradfahren, dass der mir eben auch mal sagt, wie lang der Berg noch ist, weil wenn wir den Pfänder hochfahren, da denkt man ja irgendwann mal, jetzt muss das doch vorbei sein und tritt noch mal rein wie bekloppt und das Ding hört einfach nicht auf. Und da brauche ich dann schon auch mal den Pilot, wie es beim Fahrradfahren heißt, auf dem Tandem vorne, der mir dann sagt, wir haben leider erst 20 Minuten hinter uns, da wir vielleicht, also wir haben neulich mal 36 Minuten gebraucht, dann sind es halt doch noch mal lieber 16. Von daher ist das für mich schon wichtig, da auch die genauen, präzisen Ansagen zu haben. Ich höre Gemurmel, hier gibt es wohl andere Audi auf dem Fender fahren. Wer bietet mehr? Also meine beste Zeit war schon mal schneller, aber das war im September und jetzt so im April, Mai habe ich es ehrlich gesagt noch nie so viel schneller geschafft, so wie 36 und bei den Wetterbedingungen im Moment ganz fiese Geschichte. Und für mich, wie gesagt, sind diese genauen Ansagen nur dann möglich, wenn ich eben meine Ohren offen habe, der andere mir eben auch genau erklärt, was er um sich sieht und mir so die Möglichkeit gibt, meine Risiken perfekt einzuschätzen. Und das ist für mich eine der ganz wichtigen Sachen, warum ich sage, Vertrauen ist eher Training und nicht dieses sprichwörtliche blinde Vertrauen. Also ich halte davon als Blinde jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, vom blinden Vertrauen. Weil ich auch schon das Erlebnis hatte, dass mir ein Begleitläufer rechts und links falsch angesagt hatte. Und dann war das in dem Wettkampf damals schlecht, weil es neben der Strecke 3 Meter runterging und ich bin die 3 Meter eben runtergestürzt. Von daher, wie gesagt, das war damals natürlich klar ein Versehen, das weiß ich auch, weil die Begleitläufer müssen sich ja umdrehen, müssen also spiegelverkehrt ansagen. Und mir passiert es heute noch permanent, dass mir Leute sagen links und sagen, na nee, das andere links, also war dann doch rechts leider. Macht im Alltag oft nicht so viel aus, aber klar in so einer Situation mit Druck, das wissen Sie wahrscheinlich auch alle aus der Arbeit oder der Uni, wie auch immer, wenn es mal schnell gehen muss, dann ist natürlich Präzision oft ja so ein bisschen eine schwierige Herausforderung. Aber für mich, wie gesagt, heißt blindes Vertrauen eben vor allem, dass ich die Risiken kennen muss. Und da, muss ich ehrlich sagen, bin ich als jemand, der nicht sieht, relativ groß im Vorteil, weil ich kenne meine Risiken in vielerlei Hinsicht. Also beim Langlaufen kenne ich jetzt so ziemlich alle. Vom Fahren gegen Baum, vom Fallen Abhang runter, Tiefschnee, die kenne ich. Und ich kenne aber natürlich, und das ist ja das Wichtige, ich kenne auch die guten Seiten, die nämlich dann auch erreicht werden können, wenn das Vertrauen eben da ist. Und wenn man jemand gefunden hat, der eben wirklich auch 100% so ansagt, wie ich es eben brauche und mit dem ich vor allem auch dieselben Ziele habe. Denn das ist für mich im Thema Vertrauen eben das nächste ganz Entscheidende. Man braucht dasselbe Ziel und muss sich eben wirklich auch klar werden, was heißt es denn, wirklich Vertrauen auch einzugehen. Denn das ist oft so ein schneller Begriff, den man mal verwendet. Ich vertraue dem oder der oder mir selber, aber das ganz Entscheidende ist ja schon, dass daran auch viel hängt, dass man dafür, dass man für Vertrauen viel preisgibt und dass man ja auch, weil wir Menschen alles mit irgendeiner Sinnhaftigkeit erfüllen, wir wollen ja einen Sinn dahinter sehen. Und der Sinn, der ist ganz oft, dass wir eben auch schaffen, ein Ziel zusammen zu erreichen, dass wir es schaffen, in meinem Fall zum Beispiel vor ein paar Wochen bin ich eben auf den Kilimandscharo gegangen und da wusste ich genau, ich muss mir jetzt jemanden suchen, dem oder der ich in dem Fall so vertrauen kann, dass ich eben diesen Berg auch oben erreiche. Und wie macht man das dann, dass man auf dem Berg auch irgendwann wirklich oben steht? Gut, klar, ich hatte natürlich den riesen Vorteil, ich habe manche Sachen jetzt nicht mitbekommen, wenn es zum Beispiel neben mir 100 Meter runterging, dann war mir das relativ wurscht. Kann durchaus ein Vorteil sein, dann ist Höhenangst nämlich kein Problem. Und ich habe auch immer wieder an der Höhenangst gearbeitet, jetzt unabhängig von dem Kilimandscharo, bin ich ab und zu mal habe ich dann sowas gemacht, mal wie einen Bungee-Sprung oder bin in Berlin Base-Flying geflogen, da wird man mit so einem Stahlseil abgelassen von einem Hoteldach. Das ist schon so ein bisschen scary, wenn man dann da oben steht und unten die Autos hört, da muss man nur nicht mal für sehen, um da zu wissen, jetzt tut es weh, wenn ich runterfalle. Und solche Dinge sind für mich immer interessant gewesen, klar, um auch den Adrenalinkick zu haben, aber um einfach auch zu wissen, hey, ich kriege das hin, ich kann mich da so konzentrieren, zusammenreißen und kann einfach dadurch aber auch ein neues Erlebnis haben.
Und genau das ist so ein bisschen beim Kilimandscharo, weil bei so einem Berg ist es ja so, man geht jeden Tag 10 Stunden vor sich hin und es ist irgendwann einfach nur noch öde. Man geht und geht und hat nur noch Steine um sich rum, immer weniger Pflanzen. Man nimmt am Anfang einen Ranger mit, der ein Gewehr von vor dem Ersten Weltkrieg dabei hat. Also wenn man mal einen Büffel sieht, dann ist der Ranger ungefähr der Letzte, der den erlegt. Das wäre dann so das einzig Spannende. Wir haben die Büffel nur aus der Entfernung gesehen oder die anderen eben. Von daher hatte ich da doch ein großes Vertrauen in den Ranger, trotz seiner komischen Wumme, die er dabei hatte, weil ich mir gedacht habe, naja, also wie gesagt, da renne ich wahrscheinlich schneller weg, wie bis der das Ding geladen hat. Aber wie gesagt, es ist ansonsten ziemlich eintönig, weil man halt um sich rum eigentlich jetzt nicht so richtig viel Veränderung hat. Und richtig spannend wird es dann, wenn ja irgendwas schwierig wird. Also wenn man dann in die Höhe hochkommt und die Luft dünner ist oder wenn es neben einem runtergeht, wenn man dann so einen kleinen Grat hat, wo es links und rechts runtergeht, dann wird es besonders schön. Und wenn es dann auch noch Nacht ist und alle mit Stirnlampe rumrennen, dann hat bei uns der Bergführer schon manchmal auch gesagt, jetzt würde er mich lieber ans Seil nehmen, damit er dann mich auch wirklich im Blick und im Griff hat, weil ich als Einzige ohne Stirnlampe da rumspringe und das war ihm dann doch manchmal zu riskant. Vertrauen haben wir dadurch geschaffen, dass ich eben gesagt habe, gut, ich kann natürlich meiner Begleitung, meiner Freundin, die dabei war, 100% vertrauen. Ich kenne sie und wir haben das vorher gut abgesprochen. Aber ich brauche auch eine Form der Sicherheit, damit ich mich nicht permanent konzentrieren muss. Weil, können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn man auf dem Berg ständig sagt, links ein Stein, rechts, rechts auf 1, links auf 11, da wird man irgendwann kirre und zwar alle. Also ist für uns Vertrauen in dem Fall gewesen, wir suchen uns eine Verbindung. Also haben wir ein Seil an ihren Rucksack befestigt, das hatte ich in der Hand und bin dann hinter ihr an dem locker baumelnden Seil gelaufen, hatte in der anderen Hand einen Wanderstock, dass ich auch damit so ein bisschen die Höhe der Stufen gemerkt habe und sie ist dann irgendwann nur noch fest mit dem Fuß auf einen Stein getreten oder hat mit ihrem Wanderstock gegen einen Stein geklopft, dass ich eben auch schon wusste, was so auf mich zukommt und mich nicht permanent eben konzentrieren musste. Und was mir das Ganze eben wirklich gezeigt hat, wie schön es eigentlich ist, wenn man natürlich, klar, dann irgendwann sich da dem Gipfel nähert, dass man eben dieses Ziel wirklich so wieder in greifbarer Nähe hat, ähnlich wie auch beim Langlaufen mit den Goldmedaillen. Andererseits ist es aber auch so, dass ich gemerkt habe, das Vertrauen, das ich in mich habe, das ist nicht nur da, wenn ich jetzt wirklich so ein Ziel habe wie eben den Gipfel, sondern das Vertrauen ist auch bei anderen da, die mitkriegen, wie Vertrauen eben funktioniert. Als wir dann nachts eben da den Berg hochgelaufen sind, waren wir in der Gruppe meistens ganz vorne und hinter uns sind die anderen 7 Teilnehmer gelaufen und die waren immer relativ dicht hinter uns und es hat nach jeder Pause war jemand anders hinter uns. Und ich habe schon gedacht, warum bleiben die denn, warum guckt dann immer jeder, dass er da hinter uns laufen kann? Nachts kann man auch die Mädels nicht von hinten anschauen. Das ist irgendwie nicht der Grund anscheinend. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah ja, okay, klar, deren Vertrauen in ihre Fähigkeiten ist gerade auch irgendwann ziemlich mürbe. Man geht dann nachts durch die Dunkelheit, man geht um 12 Uhr los, hat dann erstmal kein Licht, das ist total anstrengend, wenn man übermüdet ist, die Luft wird dünn, also eigentlich nur noch anstrengend und jetzt nicht mehr vergnügungssteuerpflichtig erstmal. Und dann kommt aber irgendwann so der Moment, wo die halt gesagt haben, ja Mensch, das war eigentlich total praktisch, hinter euch zu gehen, weil die Freundin von mir hat mir eben alles erklärt, wir haben ständig gequatscht, wie das Frauen halt so machen, haben die ganze Nacht uns irgendwas erzählt und die anderen in der Gruppe hatten genau da eben auch so die Bestätigung, Bestärkung zu wissen, okay, es ist jetzt nur noch eine Stunde, das hat sie mir dann erzählt oder ich habe ihr irgendwas ganz anderes jetzt gar nicht vom Berg erzählt und genau das zu wissen, es ist noch jemand da, dem es vielleicht auch gerade schlecht geht, auch darüber haben wir vielleicht mal geredet, es sind nur noch eine Stunde, die Sonne geht bald auf. Genau diese Dinge, dieses auch Spiegeln von außen, kann Vertrauen nochmal erheblich steigern und kann eben dazu beitragen, dass man so die persönliche Goldmedaille eben auch erreicht. Und für mich ist Vertrauen vor allem dann gegeben und ist vor allem dann perfekt, wenn eben so die persönliche Goldmedaille und das, was man eben wirklich erreichen will, dann irgendwann auch in der Vorstellung richtig da ist. Das ist natürlich klar im Sport mit dem Gold, in das man so reinbeißt, weiß ich eigentlich auch nicht, warum das Sportler machen. Vielleicht, weiß ich nicht, um den Wert zu testen oder zu gucken, ob es doch nur Blei innen drin ist. Also ich glaube, bei meinen Medaillen ist es so, weil Vancouver, die waren 600 Gramm schwer. Wenn das alles echtes Gold wäre, dann wäre ja, ich nicht hier, da wäre ich auf den Bahamas, glaube ich. Oder zumindest in Liechtenstein, irgend so einem Steuerparadies.
Aber wie gesagt, ich glaube, das Eigentliche, warum man das macht, ist mehr, dass man sich vorstellen kann, was habe ich eigentlich gerade geschaffen und wie habe ich meine Fähigkeiten und Kräfte konzentriert auf einen Punkt, wie habe ich in mich, in meine Fähigkeiten, aber natürlich auch in ein Team, das wir alle brauchen, egal ob im Studium, im Job, in welcher Sache auch immer, egal ob alter Mann oder junge Frau, brauchen wir eben Leute, auch in die wir vertrauen können. Und wenn wir dann dieses Ziel im Kopf klar vor Augen haben und das auch erreicht haben, dann ist das der beste Beweis, dass wir zumindest in einem Projekt in unserem Leben vertrauen konnten. Und wenn man es einmal kann, kann man es auch definitiv in anderen Bereichen. Herzlichen Dank. Danke.